Ihr wollt wissen, warum ich im Industriepark Süd stehe? Dann bleibt dran. Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal Käffchen. Ne? Käffchen? Wunderbar, Käffchen. So. Wir wollen uns heute angucken, was es so Neues in Update 6 gibt. Und das Erste, was ich euch zeigen kann, ne, unten rechts sieht man ja schon, man hat ganz, ganz viele Knöpfe. Und das Schöne ist, es gibt jetzt einen, macht die Tasse weg. Oder auch das Gewehr oder was auch immer. Aber ich krieg's auch ganz schnell wieder. Mit H geht das weg. Das ist doch schon mal schön. So, damit haben wir das. Dann, es gibt schöne Wolken. Wunderbar. Also die Lichtstimmung sieht wieder ein bisschen, ich finde, hier zumindest freundlicher aus. Und es regnet. Es regnet. Es regnet. Wahnsinn. Ah, es ist ja toll. So, was ich aber als Erstes vorhabe. Ich möchte gucken, was es... gibt es hier irgendwie neue Sachen? Also, ne, logischerweise, die Stufen sind immer noch alle soweit fertig. Irgendwo haben wir bestimmt Sachen, die neu sind. Vermutlich, könnte sein. Unsere Phase 4 müssen wir immer noch abschließen, klar. So, ich habe mir gedacht, ich packe mal hier eine Batteriefabrik und einen Drohnen. Ich setze mich auf einen Thron. Einen Drohnentransport für das Gewebe hin. Vielleicht brauchen wir dann keine Bahnstrecke für das Gewebe. Da machen wir uns nichts vor, da brauche ich halt nicht so extrem viel schnell. Ja, das wäre nochmal so eine Überlegung, vielleicht anstatt das per Zug zu machen, zumindest diesen Teil, ne, Gummi und Kunststoff müssen wir auf jeden Fall. Aber Gewebe per Drohne. Lad wäre so eine Idee. Es regnet. Tasse weg. Wir laufen ohne Tasse durch die Gegend. So. Das hat sich auch ein bisschen geändert hier. Da blinkt jetzt so ein großes Ausrufezeichen, aber ich sehe nicht mehr. Moment. Ich hatte vorhin mal kurz reingeguckt. Aber... da hatte ich hier eine Anzeige, die mir angezeigt hat, wie viel Strom hier irgendwo ist. Über dem Hoverpack. Ach ja. Wir haben ja jetzt auch, ne? Hoverpack hier. Am Körper. Hop. Wir haben... können den da reinschmeißen. Also Pack, Körper. Da müssten wir einen Hazmat-Suit reinmachen. Haben wir eigentlich schon sowas? Schutzanzug. Haben wir den schon mal gemacht? Garantiert nicht. Das Schöne ist, den kann ich mir hinten klöppeln. So. Jetzt laufen wir als Erstes mal da rein. Bam, 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 bam. Ist gerade noch ein Update gegeben, oder was? So. Mögt ihr das auch? So, also wir haben eine Ferienwohnung im Sauerland. Wenn es dann da mal so regnet und so gegen die Scheiben klopft und man sitzt drin im Warmen, hat ein gutes Buch oder von mir aus auch den Fernseher laufen, aber ein gutes Buch ist eigentlich schöner. Und dann hört man dieses Geplätscher. Aha, ich könnte jetzt einschlafen. Wunderbar. So, gucken wir doch mal in The Mum rein. Hallo Mum, okay. Wow. Festplatte completed, das heißt, wir haben nichts mehr in den Festplatten zu tun. Da auch alles completed. Hier wird's interessant. Was ist das denn? Okay, wir müssen ein bisschen was erforschen. Wir brauchen... Hatcher Research. Okay, wir müssen das irgendwie finden. Hatcher Remains. Okay, die Übersetzung ist noch nicht vollständig. Das hier ist Stinger Remains. Okay. Jetzt unterscheidet sich's hier ein bisschen.
Spitter hatten wir schon, okay. Und das ist Hawk Research, okay. Also die haben jetzt wenigstens mal vernünftige Spitters-Dinger, Hatcher, okay. Das heißt, wir gehen jetzt gleich auf die Jagd. Ich habe mir auch ein bisschen Munition schon mal eingepackt. So, Katerium, was haben wir da? Wir brauchen, ich mag ja diese Stun Rebar, okay. Was braucht man denn hierfür? Iron Rebar. Wir müssen die erstmal machen. Was brauchen wir denn da? Im Codex öffnen. Stange. Eine Stange macht das. Wir brauchen. Was habe ich jetzt gesagt? Wie viel brauchen wir davon? Wir haben sogar Stangen dabei. Katerium. Da. 10. Komm. Das kriegen wir doch hin. Nee, das war in der. In dem Laden hier. Bam, bam, bam. Signalisatoren haben wir immer noch die Möglichkeit. Iron Rebar. Machen wir mal eben ein paar. 10 Stück. Ach ja, das habe ich ja auch gelernt im Stream. Das wusste ich bisher nicht. Wie wohl die meisten. Mit der Leertaste kann man den Knopf direkt aktivieren und braucht nicht mehr die ganze Zeit die Maus halten. Wunderbar. Die lachen sich seit Ewigkeiten darüber kaputt, dass alle immer sich irgendwas basteln, um den Knopf zu halten. Wunderbar. Bestätigen. New equipment unlocked. Sehr schön. Davon brauchen wir 10 von denen. Wie heißen die Dinger nochmal? Highspeed-Anschlüsse. Highspeed-Anschlüsse. Haben wir welche hier rumfliegen? Nein, nein, nein. Haben wir die da drin? Wir suchen jetzt Highspeed-Anschlüsse. Hier haben wir nur Platinen und die Highspeed sollten hier rein, packen wir aber nicht, weil benutzen wir irgendwo oder machen gar nichts damit oder was weiß ich. Uiuiui. Luft holen. So, dann gehen wir einmal hier raus, weil... Oh, es hat aufgehört zu regnen. Okay, Coffee Stain, egal was ihr getan habt, danke. Weil... Sieht man das eigentlich? Nee, das sieht man leider im Bild nicht. Das Overlay wird nicht mit rübergenommen. Ich habe im Moment über 50 Frames. Hier war immer richtig kacke. 65 Frames. 70 Frames im Spaghetti Town. Spaghetti Town hätte man eigentlich auch Lag Town umtaufen können. Aber juhu. So. Ach komm, nehmen wir den Eingang. Fliegen wir hier runter. So. Was sie auch gemacht haben, ist sämtliche Research-Dinger hier auf 3 Sekunden zu setzen. Anstatt mal 5 Minuten, 8 Minuten, hast du nicht gesehen. Bam, fertig. Jetzt haben wir... Pocket Dimension has been inflated. Oh, Pocket Dimension? Ich hatte doch schon extrem viel. Ich war bei 81. So, auf jeden Fall Katerium sind wir jetzt wieder durch. Mycelium. Das könnte ein größeres Problem werden. Gewebe? Okay, das ist eine sehr seltsame Forschung. Dafür brauchen wir Gewebe und... Dann kriegen wir noch einen Handslot. Okay, das können wir nachher hinten machen. Die müssen wir suchen. Quarz. Wie sieht es denn hier aus? Da brauchen wir Quarz und 150. Uiuiuiui. 150. Ne? Ich habe jetzt nur die Leertaste gedrückt, habe die Hand von der Maus und er ballert die mal eben durch. Das ist super. Dann kann ich einen Schluck trinken, kann euch was erzählen. Was soll ich euch denn erzählen? Ja. Genau. Ich weiß super viel, was ich euch erzählen kann. Ehrlich gesagt gar nichts. Gibt ja noch eine andere Munition. Und muss ich jetzt dieses dämliche Ding eigentlich auch bauen? Ich mag die Rebar Gun eigentlich gar nicht. Schauen wir mal. Schauen wir auch mal, ob ich noch irgendwo Mycelium rumfliegen habe. So. Rebar Gun. Wo haben wir sie? Brauchen wir verstärkte Eisenplatten und Schrauben. Da kriegen wir hin. Basteln wir uns die mal eben, weil wenn, dann wollen wir uns das ja alles angucken. Da vorne sind die Schrauben.
Stack Schrauben. Stack hiervon und Attacke. So. Einmal da rein. Und. Na. Nein, nie. So. Haben wir. Du, Kollege Quarz. Quarz brauchen wir noch. Haben wir das hier rumfliegen? Haben wir. Ah, ist doch super. In den Shop gucken wir gleich auch noch. Ob es irgendwas Neues freizuschalten gibt. Quarz. Schwefel sieht übel aus. Hey, hey, hey. Was haben wir hier? Wir brauchen 100, die haben wir oben. 5 von denen haben wir auch easy. Dann sind wir hiermit auch durch. Holen wir gleich. Was brauchen wir hier? Das haben wir. Schwarzpulver. Wo kriegen wir jetzt Schwarzpulver her? Und was haben, brauchen wir hier? Experimental Power Generation. Okay, den Bereich hier weiß ich noch so überhaupt nicht einzuordnen. Wir brauchen definitiv das Smokeless Powder. Rezept. Also, wir fangen an. Das wäre noch schön, wenn ich den jetzt endlich mal irgendwo reinpacken kann. Aber 5 davon und 50 nochmal von denen. Das heißt, wir gehen nach oben. Eieiei, ist alles laut hier. Oh. Die sind größer geworden und sehen jetzt besser aus auf dem Band. Gefällt mir. So, das machen wir schon mal. Dann brauchen wir dort drüben den Kollegen. Ups. Dorthin. Ein bisschen leckt das Spiel immer noch, aber mein Gott. Irgendwas ist ja immer. Ja. Aber die Forschung wollen wir doch heute so gut es geht durchkriegen. Das heißt, Quarz ist auch durch. Mycelium. Wo habe ich. Davon brauche ich noch viel. Na? Okay, da ist vollkommen. Ja, das bedeutet aber auch. Normalerweise schmeiße ich das Zeug ja immer hier in Dingens rein und. Oh, Mycelium. Easy. Habe ich hier. Brauchte ich noch Alien-Organismen? Nein, Mycelium. Und Biomasse. Kriege ich denn jetzt 200 Biomasse her? Warte mal, ich habe doch hier hinten. Komme ich da überhaupt durch? Einmal hier lang, da lang. Nein, da habe ich keinen Durchgang gelassen. Das ist doof. Oh, da habe ich auch keinen Durchgang gelassen. Habe ich überhaupt einen Durchgang in dem Bereich da hinten? Oh ja, oben. Oh. Stimmt, das war ja so ganz komisch gebastelt, was ich da gemacht habe. Das ist schon ein bisschen her. Ja, hier lang. Und dann ging das hier durch. Da musste ich hier hoch, hier rüber, da runter und dann konnte ich. Oh, ich hätte auch da lang gehen können. Okay. So. Hier. Haben wir hier irgendwo was? Es wird Munition gemacht. Okay, aber. Ich habe nirgends. Meine Schnecken sowieso nicht. Du hast kein Rezept? Du hast kein. Ihr habt alle keine Rezepte. Oh. Oh. Du. Ihr macht alles schön Biomasse. Und du sollst aus. Ja, ich habe noch 3 Biomasse. Leck uns doch an die Füße. Da ist auch nichts drin. Okay, das ist ein Problem. Biomasse stellt gerade ein Problem dar.
Und ich habe hier auch wirklich keinen Eingang gelassen. Keinen normalen. Da hinten geht es irgendwo rum, aber... Okay. Also, den Bereich müssen wir definitiv neu machen. Bonk. Von der Wand fliegen, genau. Ich will jetzt das Mycelium nicht für Biomasse eigentlich verballern, aber wir gucken mal. Was habe ich gesagt? Wie viel brauchen wir? Wir brauchen 200 Biomasse. Was machst denn du hier draus? Wo haben wir Biomasse? Wir brauchen 200. Okay. 100. So, Mycelium. Wir haben Toxic. Bestätigen. Pilz ist nicht das Problem, das andere Zeug ist ein Problem. Das kriegen wir irgendwie. Kein Pilz hier, kein gar nichts. Oder haben wir einen Pilz hier oben? Ich mal eben gucken, vielleicht haben wir sowas eingelagert. Was ist in diesem hier drin? Ah! Das ist in diesem drin. Boink. Fehlt uns nur noch irgendeine Form von... Wie heißt der Scheiß? Komm her. Das Zeug heißt Alien Protein. Gut, hier brauchen wir Schwefel. Wo kommen wir jetzt am einfachsten an Schwefel ran? Wir beklauen jetzt einfach mal da hinten die Fabrik, weil die macht uns Schwarzpulver. Schwarzpulver brauchen wir auch gerade. Das heißt, da unten ist Schwefel easy. Einmal hier rein. Oh, es regnet wieder. Ups. Das waren noch Zeiten, als ich noch so gebastelt habe. Ich habe jetzt vergessen, wie viel Schwarzpulver ich brauchte. Wieso hast du keinen Strom? Wieso habt ihr alle keinen Strom? Ich hab ne Ahnung. Ich sag dazu mal nichts. So, das kommt von ganz unten. Daher. Komm, gib mir einen Schwefel. So. Keine Ahnung, wie viel ich jetzt wirklich davon brauche. Okay, manche Sachen habe ich auch echt interessant verkleidet, nämlich gar nicht. Ah, okay, hier sind wir wieder bei 44. Passt schon, danke. Schauen wir mal. Schwefel. Jo, das nehmen wir. Das haben wir aber gerade direkt in der Tasche. Wir brauchen noch... Muss man eben Sachen beiseite legen. New recipe unlocked. Dankeschön. Du machst mal eben, du hältst mal eben das hier fest. New research available? Ach ja, genau. Was haben wir denn jetzt? Okay, wir brauchen schon 200 diesmal. Oh, und dann müssen wir auch dieses Schwefelzeug machen. Aber dann gibt es diese Kugel. Ah, da fehlt uns sogar noch was für. Was ist denn das hier eigentlich? Ja, ummantelte Uranzelle haben wir noch nicht. So weit sind wir noch nicht. Das heißt, das dauert noch ein bisschen, bis was... Ups, das wollte ich doch gar nicht. Bis wir es machen können. Gott sei Dank haben wir den Rest hier. Inventarkapazität und so. Ist doch schon mal gut. So. Was haben wir denn hier? Turbo Rifle Ammo. Okay. Dafür brauchen wir 1000. Warum habe ich denn nur 100 dabei?
hätte schwören können, ich habe 600 dabei. Wofür habe ich die? Die brauchte ich gerade für was anderes, ne? Erstmal holen wir uns jetzt die Rahmen und die Räumelster. Räumelster haben wir hier. Da brauchte ich ein paar mehr von. Und die Rahmen haben wir da vorne. Jetzt schon wieder vergessen, wie viele es waren. Einmal hier durch und runter. Nein. Dort waren wir. Den Kollegen. Experimental Power Generation. Okay, verdichtete Kohle. Hatte ich schon über die Festplatten gekriegt. Also muss ich eine Festplatte opfern und Kohle besorgen, damit ich wieder verdichtete Kohle kann. Das bedeutet, mein ganzes Kohlekraftwerk da hinten läuft nicht mehr. Und Turbo Fuel. What the shit? Ich kann Turbotreibstoff. Okay, Leute, da müsst ihr nochmal nachbessern. Das, ehrlich gesagt, gefällt mir halt nicht. Ich muss jetzt zwei Festplatten rausballern für Sachen, die ich schon über Festplatten gekriegt habe. Ich habe zweimal so richtige Sachen gemacht, wo ich, also ne, Folgen gemacht, wo ich einfach nur rumgerannt bin, um Rezepte zu finden oder Festplatten. Einmal ging es rein darum und einmal ging es rein darum. Das heißt, ich hätte eine beliebige Festplatte finden können, irgendwo, die hier reinschmeißen. Man hätte die Scheiße in 3 Sekunden gehabt, anstatt in 10 Minuten. Nicht geil. Also, dass er die Rezepte hier hingepackt hat, okay, aber in dem Konstrukt gerade schwierig. Ich glaube, Gott sei Dank noch 8 Stück. Was machen wir denn noch? Ach genau, gucken wir erstmal hier. Gewebe habe ich auch keins hier hinten rumfliegen. Das habe ich wirklich rein da drüben. Dann fliegen wir jetzt gleich darüber, beziehungsweise nehmen einen Zug oder so, um die beiden Sachen zu machen. Und dann schauen wir, dass wir den hier kriegen. Irgendwie, da werden wir bestimmt ein paar Viecher finden. Dann haben wir nämlich den Teil auch abgeschlossen. Fehlt das noch. Und hier werden wir ein bisschen länger dran setzen. Also ich gehe jetzt nicht hin und brauche verpackten Turbo-Treibstoff für die Turbo-Ammo. Okay. Und apropos Ammo, die nehme ich noch mit. Jetzt gucken wir erstmal in den Shop rein. Welcome back. Dankeschön. Fixit Sonderangebote. Man hat sie nach vorne gelegt. Okay. Teile. Man hat die Teile nach vorne gelegt. Oh, hätte ich hier irgendwie... Ich könnte natürlich auch einfach ein bisschen Gewebe kaufen. Brauche ich jetzt nicht nach hinten rennen, ne? Habe ich hier Kohle bei? Nein, Kohle gibt's nicht. Turbotreibstoff? Packt? Nope. Okay. Heißt, ich muss da hinten einmal kurzfristig was verpacken. Munitionspackung. Das wären mir zu viele. Erweitertes Magazin. Erweitertes Magazin. Ja, ist das? Nee. Customizer. Haben wir alles? Okay, Fundamente. Haben wir auch alles? Befestigung. Auch durch. Okay, also solche Elemente haben wir offensichtlich keine neuen. Wir können jetzt die 100 Gewebe, die wir brauchen, eben einmal holen. Dann brauche ich jetzt nicht nach hinten rennen. Wenn ich die richtige Kiste öffne, weil ich meine, ey. Komm, wir können doch mal gucken, was in unserem Kollegen so drin steckt. Add to cart. Alles kaufen. Bam. Einkäufe. Zack. Hier rüber. Das war unter Mycelium. Jo. Forschung starten. Und was wollen wir hierfür?
Okay. Tool belt has been expanded. Haben wir... Okay, interessante Lichtstimmung hier drin. Haben wir die Möglichkeit hier... Natürlich nicht, ne? Doch, haben wir. Polymerharz, Add, Bam, alles. Nein, Mycelium. Oh, brauchen wir doch nicht nach hinten fliegen. Sehr schön. Damit haben wir den Teil soweit komplett. Es fehlt noch das. Ja, und hier ist halt noch einiges. Ne? 200 von den Dingern. Den Spaß müssen wir überhaupt erstmal machen. Ach du Schande, das müssen wir auch noch in der Raffinerie machen. Das heißt, ich muss mir irgendwo eine Ölquelle suchen, in deren Nähe Kohle und Schwefel ist. Wie sieht das hier aus? Für das brauchen wir... Also zumindest hierfür brauchen wir dann noch eine Cluster. Wow. Also die hier werden nochmal spannend. Wir haben ein bisschen was zu tun. Für die Zukunft. Ich meine... Genau. Gehen wir mal nach oben. Aufs Dach. Steigen wir jetzt aufs Dach hier. Ah, ich wollte mal eben gucken, wie viel haben wir dann... Wir sind noch 23 schon wieder drin. Einmal hier raus. Dann hier hin. So, was wir als nächstes machen wollen. Das ist ein bisschen blöd. Ich hätte schwören können, es gab hier die Anzeige. So, da sieht man nämlich... Ah, die meinte ich! Wo kommt die jetzt erst? Ja, seht ihr da dieser Kreis, der sich da wegbewegt, je höher ich bin. Da kommen wir gleich zu. So, wir haben ja ein paar von den Türmchen aufgebaut hier, wie man sieht. Ne? Also die sind ja quasi überall. Und da haben sie ja auch dran rumgefummelt. Und jetzt sieht unsere Karte anders aus. Erstmal haben wir hier jede Menge Zeug. Kann ich jetzt eigentlich sagen, den möchte ich nicht anzeigen hier. Nein, kann ich nicht. Aber wir haben Koordinaten da oben. Das ist schon mal sehr schön. Also oben rechts, ne? Hier. Und wir sehen alle Ressourcen, die wir irgendwie mal gescannt haben. Und sogar hier in schwarz, welche wir schon benutzt haben. Das bedeutet aber auch, da ist Wasser. So. Was sieht denn? Hier haben wir Öl. Ah, das benutzen wir schon. Okay, vergiss es. Weil hier wäre Kohle und Öl. Ist das da? Nein. Das ist normales Öl. Das hier ist Rohöl. Da haben wir das da in der Nähe. Das ist sehr gut. Und da haben wir... Hier in dem Bereich machen wir... Ich glaube, wenn ich die hier hinsetze, habe ich Schwefel nah dran. Habe das Zeug nah dran und habe Öl nah dran. Daraus basteln wir uns dieses Smokeless Powder. Das werden wir hier hinsetzen. Was haben wir denn hier für schöne Marker? Wir können ja jetzt nämlich wunderbar selbst Marker setzen. New Marker! Hier hin. Select Icon. Ah, oh, ich verstehe. Dort machen wir uns eine Fabrik hin. Und diese... Fabrikbild auswählen. Heißt dann Smokeless Gunpowder. Oder? Wir warten eben aufs Autosave. Ja, nope. Ha, fertig. Dachte schon, er schmiert mir ab. Den möchte ich gerne auf Infinite haben. Apply. Jetzt kann ich den auch... Oh, kann ich editieren. Select Color. Ah, der Schwarzpulver, ne? Der wird tiefschwarz.
Bam. Kann ich denn noch Schönes machen damit? Highlight? Highlight. War Highlight jetzt die Nummer mit dem... In welche Richtung muss ich da überhaupt gucken? Richtung wäre... Schon ziemlich... Ja, fast schon ziemlich richtig, aber... Nee. Okay, da unten ist ein bisschen mehr Nebel. Sehr schön. Am Sternenhimmel. Okay. Fliegen wir mal hier rüber. So, weil ich habe hier mal ein bisschen was aufgebaut. Und zwar habe ich mir gedacht, ich bastel mal einzelne Maschinen hin, damit wir gucken, wo was gemacht wird. Hier hat sich nicht viel geändert in unserer Schmelze. Wir haben alles noch die Barren, also alles gut. Hier auch. Ne? Schmelze, Gießerei, immer noch das Gleiche. Was bauen wir denn hier im Konstruktor? Gibt es da irgendwas von dem neuen Zeug? Biomasse machen wir da noch. Okay, da kommen auch die Alien Remains rein, logisch. Passt. Und wir können Ammunition machen. Verstehe. Hier haben wir... Na, okay, unsere Rezepte sind Gott sei Dank noch da. Das wäre auch echt doof gewesen, wenn nicht. So, das ist das alles. Hier unten haben wir Schwarzpulver. Okay, dann sollten wir auch auf so ein Rezept... Ah nee, das ist Petrolkoks, ne? Ja. Ach nee, verdichtete Kohle. Ja nee, ist klar. Na, vielleicht könnte man nochmal drüber nachdenken. Schau mal. Rezept auswählen, kein... Egal. Stun Rebar, okay, da muss... Und Shatter Rebar, Rifle Ammo, logisch. Homing Ammo. Das ist natürlich schön, ne? Die sucht sich die Feinde raus. Nobelisken, die verschiedenen Sorten. Das können wir alles hier drin basteln. Okay. Die mit Gas war jetzt... ganz unten. Okay. Müssen wir mal den Ton ein bisschen leiser machen hier. Also Gas war mit Biomasse. Okay. Das ist natürlich für... fürs... automatisieren ein bisschen blöd, weil Biomasse kann ich halt nicht generieren. Da muss ich halt immer rumlaufen und sammeln. Also dann bräuchten wir einen Farming-Mechanismus, einen automatisierten. Dann wird das richtig Sinn machen. So. Hier, was bauen wir hier? Na, das übliche Zeug, was wir bisher auch kannten. Und da ist auch Zivilisatoren, die wir nicht mehr brauchen. Mir fällt gerade ein, irgendwas hatte ich gerade im Kopf, aber es ist direkt wieder weg. Das ist doch doof. Warum eigentlich? Ich wollte wissen, irgendwas rezeptetechnisch. Wir müssen auch hier gucken. Weil wir benutzen dieses Rezept hier. Da war mal ein Oszillator mit da drin. Ein Teil da. Signalisator. Meine Fresse. Wir benutzen dafür auch wieder das Rezept. Das heißt, wir müssen gucken, ob wir... Nee. Hä? Wofür brauchen wir die? Ich hatte irgendein Rezept, wo ich die für brauche. War es Computer? Müssen wir gleich mal gucken. Wir haben das da vorne ja alles. Einer davon brauchte auf jeden Fall die Signalisatoren. Wahrscheinlich die Quarz-Oszillatoren, damit wir schon mehr kriegen. Müssen wir mal reingucken. Nee, andersrum war das ja. Ach, egal. Gucken wir mal hier. Verpackter Treibstoff, logisch. Haben wir alles. Also, das, ne, der Verpacker kann einfach nur weiterhin verpacken und entpacken. Da war jetzt auch nichts Neues dabei. Hier hätten wir... Was soll denn... Das Telefon, das mal wieder geht. Moment. Hallo, Maus.
Und weiter geht's. Genau, also unsere... Gott sei Dank sind die Dinger noch da, da bin ich froh, sonst... Gut, stellt euch das mal vor, wir müssten das jetzt alles neu machen. Da hinten. Oh, das wäre echt übel. Wo bin ich hier eigentlich gerade? Das ist, genau. Ah! Da ist unser Smokeless Powder, dann können wir dann auch wieder was machen. Ist die Frage, was machen wir, haben wir noch irgendein anderes Produkt, ne? Wir kriegen ja, klar, hiermit können wir es maximieren. Da haben wir viel Schweröl und wir hätten den. Basteln wir da jetzt noch wieder was draus? Wir können ja hier wieder Zeug draus machen. Ne? Würden wir mit Wasser das rauskriegen? Wasser hätten wir da sogar. Also ist gar nicht so doof. Oder auch Kunststoff. Ne? Können wir machen. Können auch nochmal Gewebe draus machen. Ob wir das brauchen, ist eine andere Frage. Sonst noch irgendwas, was wir bräuchten. Bei eigentlich, bei irgendeinem, ich war doch irgendwo, da gab's das nicht. Irgendwas hat er auch noch schön als Nebenprodukt Wasser wieder. Moment, ne? So. Nochmal hier hin. Das hier. Genau, Batterien haben nochmal, da müssten, ja okay, hat sich erledigt, ich dachte schon. Oder haben wir da... Wir brauchen Schwefelsäure. Wie stellen wir Schwefelsäure her? Schwefelsäure auch hier. Salpetersäure. Schwefelsäure ist ätzend. Ein Alternativrezept für Batterien? Sieht nicht so aus, ne? Weil... Schwefelsäure ist natürlich Schwefel und Schwefel ist halt, das benutzen wir schon, das benutzen wir schon. Ja, da ist nochmal Schwefel. Da können wir nochmal gut was mitmachen. Vielleicht machen wir unsere Batteriefabrik da hinten hin. Sollen wir gucken, ob die anderen Sachen auch da sind. Wasser auf jeden Fall. Dann ist das andere Stickstoffgas. Ich wäre sogar relativ in der Nähe. Wenn ich das hier in den Bereich reinsetze, in den kleinen Sumpf oder was das ist. Also das ist gar nicht so verkehrt. Na, können wir schon mal was machen. So, und dann haben wir den Kollegen noch, da hat sich aber nicht viel getan. Den haben wir ja noch gar nicht benutzt, weil wir machen ja noch gar nichts mit Uran-Plutonium. Hast du nicht gesehen? Haben wir hier eigentlich noch irgendwas Interessantes bei in dem? Ja. Ach so, ja, wir müssen Schwefelsäure reinpacken und wir kriegen Schwefelsäure raus. Ja, auch nicht so verkehrt ist. Also da müssen wir müssen ja sowieso an Schwefelsäure ran. Wie brauchen wir denn Salpetersäure? Wofür brauchen wir Salpetersäure? Alternatives Rezept, aber... Das würde mich ja jetzt schon mal interessieren, wofür wir das brauchen. Weil, ne, hier muss Schwefel und so. Da ist das alles, aber Salpeter, zumindest hier in dem Bereich, da ist überall kein Salpeter dabei. Ist hier irgendwas, wo wir Salpeter brauchen? Wofür haben wir das Zeug? Ich meine, das muss ja dann irgendeiner dieser... Das alles nicht. Wofür brauche ich die? Ah, hier. Nicht spaltbares Uran und brütbares Uran. Was ist brütbares? Egal. Also für Uran. Gedönse. Holy crap! Das ist ja ordentlich. Dafür brauche ich die. Okay. Ja, das ist, sind hier die Neuerungen. Jetzt ist die Frage, wo haben wir denn hier den besten Weg, um mal Richtung Spire Coast hochzukommen? Ich hatte ja ein wunderbares Netz. Weil eigentlich sollten wir uns den Bereich ja schon mal angucken, wenn wir eh unterwegs sind.
fliege allerdings nochmal dafür extra in mein oben in mein Lager rein. Noch ein bisschen Munition und auch ein paar, ne? Ja, die stacken jetzt zu 500. Du hast ein bisschen was zu tun erstmal. Dürfte auch ein bisschen dauern. Stackt ihr anders? Nein, ihr stackt nicht anders. Gucken wir mal, haben wir die auch. Das interessiert mich aber gerade. Eigentlich müsste das da hinten ja schon mächtig laufen. Oder, doch, das schmeiße ich automatisch da rein, ne? Von hier hinten. Da gehen Signalisatoren lang. Weil, deswegen kriege ich nichts. Okay, Rifle Ammo braucht schon Smokeless Powder. Ach du Scheiße. Und Kupferblech. Also das Rezept hat sich ja komplett geändert. Eieieiei. Okay. Verstehe. Moment. Das Zeug kann ich hier drin machen, einen Fabrikator, aber ich kann. Achso, ich habe es ja schon ausgewählt, dann kann ich es natürlich auch nicht mehr auswählen. Ja, wunderbar. Die Kollegen fahren langsam irgendwie da unten lang. Wo gehst du denn hin? Ach, du kommst von da hinten rum rein. Okay, verstehe. Und hier wird. Hier wird ein Rest entsorgt? Ah, nee, das ist, wenn das hier fertig ist. Gebaut. Okay. Also, das hier umbauen wird nochmal richtig lustig. Vor allem, wenn ich mir das Smoke, das Powder erst da hinten baue. Hi. Hey, hey, hey. Schauen wir mal, ob wir in den 10 Minuten es schaffen, da hinten hinzukommen. Also erstmal gucken, wie der Weg war. Ja, du schaffst das. Ja, alles gut. Du schaffst das. Ich vertraue dir. So. Hatte ich den Weg da unten lang gemacht? Wir setzen uns einfach in den Zug, oder? Wer schon mal hier ist, lassen wir den eben. Fahren wir nämlich schön hinten zu Hamburg Hauptbahnhof und dann gucken wir von da aus, dass wir weiterkommen, weil da haben wir einen Weg. Und irgendwo da hinten dürften auch Viecher sein. Das heißt, ich muss mindestens einen Stinger und so einen, wie hieß das andere? Spitter. Schaffen. Sehr gut. Kann ich auch, glaube ich, wenn wir um die Ecke kommen, ein bisschen was erzählen, was ich noch gemacht habe. Weil ich war ausnahmsweise mal nicht untätig. Schön geworden hier. Also der Look hat sich schon ein bisschen verändert. Hier wäre so ein Hatcher, genau. Hatcher-Parts, die brauchte ich genau. Weil Spitter hatte ich doch. Hatcher. Die Hatcher sind ja jetzt vom Prinzip, also diese Schlupfteile. So, genau, ich war nicht untätig, Entschuldigung. Wie ihr seht, da oben, das ist ein bisschen größer geworden. Und da hängen auch schon jede Menge Rohre. Ich habe nämlich die Plattform so gemacht,
dass ich die eine, hatte ich ja gesagt, mache ich doppelt so lang. Die unterste Etage von denen, die ich schon hatte. Habe das auch getan. Habe da hinten nochmal zwei drunter gesetzt. Und auf dieser langen Etage habe ich mittig quasi, also von der Mitte ausgehend, das Ganze in beide Richtungen, wie man sieht, verbreitert. Ja, und dann auch schon mal Rohre langgelegt und. Ja. Mit dem Projekt machen wir auch jetzt als nächstes erst weiter. Ne? Das ziehen wir durch. Oder wenn ihr möchtet, schreibt es nochmal in die Kommentare. Dann kann ich natürlich auch hingehen, das Aufstellen von den ganzen Apparillos einmal fertig machen und dann gucken wir uns nochmal gemeinsam ein Design an oder sowas. Weiterhin schreibt mir irgendwie über Facebook oder Twitter, wenn ihr einen geilen Screenshot habt, eine geile Idee, wie man das vielleicht schön machen kann. Da bin ich für alles offen. Und ja, das habe ich schon mal soweit vorbereitet. Die Zuleitungen bei den Rohren liegen so weit, dass ich mir auch schon die Gassen gebildet habe. Müssen jetzt nur noch die Maschinen rein. Das wird ein bisschen dauern. Das sind halt noch ein paar. Wir haben ja von den 756 gerade mal 190, genau. Sieht es hier auch ein bisschen anders aus? Die Lichtstimmung verändert sich, das ist schon mal gut, aber so na, im Großen und Ganzen. Oh! Ich habe hier natürlich keinen Treibstoff dabei. Das war doof. Oh. Das wird ein bisschen retro, ne? Dann schauen wir doch mal. Nachladen. So, ja, ist wenigstens, dann fährt er nicht mehr in den Baum rein. Jetzt suchen wir mal, ob wir hier so einen Hatcher oder sowas finden. Sehe ich jetzt nichts in der Richtung. Wir müssen aber auch von der Ausrichtung her, jetzt hier, ja dahin. Jetzt wäre die Frage, wie mache ich das am besten? Ich glaube, Bonk. Ich glaube, das Beste ist, wenn ich hier hochgehe. Weil das war der Weg, über den ich auch mal hier hingekommen bin. Und auch weggegangen bin. Gucken wir mal. Wir bestimmt unterwegs noch irgendwo Viechers, die wir erledigen können. Wie gesagt, wir brauchen ein so ein Spinnenvieh. Und einmal diese blöden Fliegen. Die mag ich halt so überhaupt nicht. Ich werde auch versuchen, das Ding wegzusprengen. Wenn ich sehe. Ja, da sind Pilze. Können. Ich habe die gerade geladen. Das ist schon mal schön, dass es jetzt auch 15 Schuss sind. Ich könnte schwören, dass wir hier unten irgendwo... Das ist einfach nur... Plasmasplitter Remains. Okay. Einmal hier rein. Genau, das war immer unser langer Weg zum Fallen. Da unten ist noch eine Schnecke. Mhm. Wenn ich mir extra eine Apfelumlage, Apfelanlage bauen, damit ich die Sachen da freischalten kann. So richtig gut gefällt mir das ja nicht, ne? So, ich weiß, hier war noch irgendwo was.
Ich bin mir sicher, hier war noch was. Oder kamen die jetzt wieder nur am, in der Nacht raus? Ich schwören können, hier waren noch... Oder habe ich die schon weggemacht? Sie mir auf den Senkel gehen. Da hinten sind auf jeden Fall noch Splitter, aber... Ich glaube, ich gehe mal eben hier gucken. So. Ob sich hier lore-technisch was geändert hat. Na komm, erzählst du mir was? Your contract legally compels you to harvest this artifact. Den kennen wir? Comply. Okay. Dann holen wir uns das Ding, nehmen es mit. Einer? Nochmal ein Comply. Okay. Ich comply. So. Du. Ich möchte hier gerne hoch. Okay. Okay. Dann muss ich halt hier lang. Okay, wir sind wieder unterwegs. Wo haben wir denn noch? Gehen wir mal darüber. Also wir wollen ja ziemlich genau da hinten hin. Das machen wir jetzt auch noch. Oder wisst ihr was? Ja, jetzt gleich so. Wenn das Giftgas weg bin. Also wir wollen da in die Richtung. Das ist mehr hier rüber. Dann haben wir die Viecher. Wir stellen das jetzt hier oben zu der Festplatte. Zeitlich sind wir jetzt ungefähr an dem Punkt, ne? Die Küste hinten. Also alles, was da so in dem Bereich ist, gucken wir später an, nämlich am Freitag. Ja, ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da, Glocke nicht vergessen, Daumen wäre großartig, Kommentar freue ich mich riesig drüber. Und damit macht es gut, Käffchen!